Du hast dich dafür entschieden, in nachhaltige ETFs zu investieren, bist jetzt aber komplett erschlagen von der großen Auswahl an ETFs, Portfoliooptionen oder Anbietern, dann bist du mit Sicherheit nicht alleine. Wir nehmen das heute einfach mal als Anlass, um uns ein paar ganz einfache und konkrete Schritte und Tools anzuschauen, die du nutzen kannst, wenn du auf der Suche nach nachhaltigen ETFs bist. So hast du dann am Ende ein paar ganz konkrete Schritte, an denen du dich bei deiner weiteren Suche orientieren kannst. Hi, ich bin Johann und mit diesem YouTube-Kanal versuche ich, die Welt des nachhaltigen Investierens zu erklären, aber auch zu hinterfragen. Das Investieren in ETFs soll doch so einfach sein, das hast du jedenfalls vielleicht schon von Freunden, Bekannten oder Familie gehört. Wenn du dich aber wenig oder vielleicht erst noch gar nicht damit beschäftigt hast, merkst du wahrscheinlich, dass es da doch relativ viel zu beachten gibt. Deswegen schauen wir uns heute einmal die verschiedenen Schritte an. Also wir schauen uns an, wie du dich auf einen bestimmten Nachhaltigkeitsansatz fokussierst, wie du dich für ein Portfolio entscheidest, wie du dich für die konkreten ETFs entscheidest und worauf du vielleicht achten solltest, wenn du einen Anbieter auswählst, und gehen diese Punkte einfach einmal durch, gehen dabei auf ein paar Tools an, die du nutzen kannst, damit du eine Orientierung hast, wie du vorgehen solltest, wenn du in ETFs investieren willst. Wenn du schon investierst, kann das vielleicht auch spannend für dich sein, weil du vielleicht dann noch ein paar Anregungen bekommst, wie du dich in Zukunft dazu informieren kannst. Und wenn du auch schon Erfahrungen gesammelt hast oder Tipps hast, kannst du das natürlich sehr gerne in den Kommentaren mit den anderen Zuschauern und Zuschauerinnen teilen. Wir schauen uns jetzt direkt einmal den ersten Schritt an, und zwar wie du einen passenden nachhaltigen Index findest, der dann die Grundlage deines nachhaltigen ETFs darstellen sollte. Nachhaltige ETFs funktionieren ja grundsätzlich so, dass sie wie normale ETFs auch einen Index als Grundlage haben, und dieser Index entscheidet darüber, welche Unternehmen in den ETF reinkommen, und dadurch entscheiden sie letztendlich darüber, in welche Unternehmen du dein Geld über den ETF investierst. Diese Indizes sind alle dann in irgendeiner Form nachhaltig, das sagt meistens schon der Titel, das heißt, häufig steht dann so sowas wie ESG oder ESG Screen drin. Die unterscheiden sich aber durchaus in der Strenge und in dem Vorgehen, wie sie ganz konkret die Unternehmen auswählen. Das heißt, es kann sein, dass diese Indizes zum Beispiel unterschiedlich streng sind, dass unterschiedlich viele Unternehmen ein- oder ausgeschlossen werden oder eben auch, dass unterschiedliche Kriterien für den Punkt Nachhaltigkeit herangezogen werden. An dieser Stelle möchte ich dir das erste Tool empfehlen, was auf jeden Fall sehr nützlich ist, wenn es um Thema ETF geht. Das ist die Seite Just ETF. Hier hast du einen großen Überblick über ganz viele verschiedene ETFs, und auch in puncto Nachhaltigkeit findest du hier einige sehr nützliche Informationen. Ich möchte dir hier an dieser Stelle vor allem einmal diese Übersichtsgrafik zeigen. Hier findest du nämlich 14 verschiedene nachhaltige Indizes aufgeführt und siehst hier, in welche Branchen diese Indizes investieren, beziehungsweise eher welche Branchen von diesen Indizes ausgeschlossen sind. Und du siehst hier schon, dass die Strenge sehr, sehr unterschiedlich ist. Einige Indizes schließen hier nur 2 oder 3 Branchen aus, während andere Indizes, wie zum Beispiel der MSCI SRI Index, tatsächlich alle hier gezeigten Branchen erstmal grundsätzlich ausschließt. Im Detail kann es dann durchaus noch sehr unterschiedlich sein, wie das konkrete Vorgehen ist. Häufig ist es so, dass wenn ein Unternehmen einen bestimmten Mindestprozentsatz in einem dieser Verticals umsetzt, dass dann ein Ausschluss erfolgt. Diese Grenze kann aber sehr unterschiedlich sein. Das ist relativ komplex. Wir belassen es in diesem Video jetzt erstmal so beim Überblick. Wenn du aber dich ganz konkret für bestimmte Indizes hier aus dieser Liste interessierst, kannst du mir da gerne einen Kommentar zu schreiben. Dann kann ich schauen, ob ich da in Zukunft mal ein Video zu mache. Grundsätzlich ist es so, dass wenn dir das Thema Nachhaltigkeit wichtig ist, du vermutlich eher einen Index wählen solltest, der strenger ist, der also mehr Branchen und letztendlich auch mehr Unternehmen ausschließt. Der Nachteil an diesen Varianten ist allerdings dann auch, dass du einfach weniger Unternehmen in deinem ETF hast, was letztendlich dazu führt, dass du weniger gut diversifiziert bist. Das Ziel ist ja, dass du mit einem ETF immer möglichst breit investiert bist. Das ist aber natürlich in gewissermaßen ein Widerspruch, weil du bei der Nachhaltigkeit ja eben nicht in alle Unternehmen investieren willst, sondern eben eigentlich nur in die möglichst nachhaltigen Unternehmen. Das heißt, hier musst du für dich eine Abwägung treffen, in welchem Ausmaß du auf Diversifikation verzichten willst, also wie streng du letztendlich über deinen Index und in dem ETF auswählen willst und wie viel Verlust an Diversifikation du hier letztendlich in Kauf nehmen möchtest. Wenn du dich jetzt für einen bestimmten Nachhaltigkeitsansatz entschieden hast, also weißt, nach welchem Index du gerne investieren möchtest, wäre der nächste Schritt, dass du dir überlegst, wie du ein möglichst breites globales Portfolio aufbaust. In der Regel sind die meisten passiven Investmentsansätze so, dass du versuchst, möglichst breit zu investieren und möglichst diversifizierst. Das heißt, du versuchst zum einen, möglichst in alle Länder weltweit zu investieren oder in möglichst viele, und zum anderen möglichst viele Branchen abzudecken. Auch hier kann es natürlich wieder sein, dass du im Hinblick auf Nachhaltigkeit bestimmte Vorlieben hast und sagst, du möchtest vielleicht nur in bestimmte Regionen investieren. Das ist aber grundsätzlich deutlich riskanter, weil du einfach abhängiger bist von diesen Regionen und im Zweifelsfall dein Risiko minimierst, wenn du möglichst breit in verschiedene Regionen investierst. Wenn wir jetzt annehmen, dass du dich dafür entscheidest, möglichst breit und global zu investieren, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Du könntest zum Beispiel über einen ACWI-ETF tatsächlich mit nur einem ETF in alle großen globalen Märkte investieren. Das wären dann zum einen die Industrieländer,
Zielländer und zum anderen die Schwellenländer. Ansonsten gibt es aber auch häufig die Option, dass man das Ganze über ein 70-30-Portfolio abbildet, also 70% Industrieländer, 30% Schwellenländer oder über ein 50-30-20-Portfolio, in dem du noch Europa als zusätzliches Gewicht mit aufnimmst. Zu diesem Thema habe ich aber auch schon mal ein komplettes Video gemacht. Das heißt, an dieser Stelle würde ich da auch hier jetzt nicht weiter drauf eingehen, sondern verlinke dir das Video einfach an dieser Stelle. Das kannst du dir im Nachgang dann anschauen, wenn du an diesem Punkt noch Fragen hast. Was du hier allerdings beachten musst, wenn du dich eben auf nachhaltige ETF fokussierst, das ist ja durchaus ein Thema, was jetzt noch etwas neuer ist. Inzwischen gibt es hier schon ein paar hundert verschiedene ETFs. Es kann aber sein, dass es für einen bestimmten Index, für den du dich jetzt vielleicht entschieden hast, gar nicht alle Möglichkeiten gibt. Das heißt, gerade zum Beispiel die ACWI-Varianten, da gibt es erst relativ wenig. Das heißt, wenn du dich bereits für einen Ansatz entschieden hast, kann es auch sein, dass du hier ein bisschen limitiert bist und möglicherweise zum Beispiel nur ein 70-30-Portfolio wählen könntest, um eine globale Abdeckung in deinem Portfolio zu erzeugen. Wenn du dich jetzt also zum einen für deinen nachhaltigen Index und zum anderen für die verschiedenen regionalen Varianten des Index-ETFs entschieden hast, wäre dann der nächste Schritt, dass du dir jetzt die konkreten ETFs aussuchst. Auch hier kann es durchaus sein, dass du limitiert bist. Wenn du zum Beispiel auf einen bestimmten Anbieter festgelegt wirst, kannst du natürlich nur nach konkreten ETFs suchen, die dein Broker auch anbietet. Oder wenn du eben vielleicht auch einen sehr speziellen ETF hast, kann es auch sein, dass es tatsächlich nur einen Anbieter gibt. Es ist aber durchaus so, dass es bei populäreren ETFs, also sagen wir zum Beispiel bei MSCI World oder MSCI World Emerging Markets ETFs, da kann es durchaus sein, dass es verschiedene nachhaltige ETFs mit dem gleichen Index gibt von verschiedenen Anbietern. Und hier stellt sich dann natürlich die Frage, wie findest du hier den passenden ETF? Du kannst an dieser Stelle auf ganz verschiedene Punkte eingehen. Was du dir auf jeden Fall anschauen solltest, wäre einmal das Fondsvolumen. Du solltest dir einmal die Replikationsmethode anschauen. Die Ertragsverwendung sollte auf jeden Fall zu dem passen, was du anpeilst. Und dann sind gegebenenfalls noch so welche Punkte wie vergangene Rendite, Sparplanfähigkeit oder Tracking Difference Punkte, die man sich anschauen kann. Wir gehen jetzt einfach mal nacheinander auf die einzelnen Punkte ein und schauen uns kurz an, was das jeweils bedeutet. Das Fondsvolumen ist deswegen relevant, weil besonders kleine ETFs, die schon eine längere Zeit laufen, immer die Gefahr haben, geschlossen zu werden bzw. in einen anderen ETF integriert zu werden. Ganz konkret ist es nämlich so, dass es, wenn ein ETF ein geringeres Fondsvolumen als 100 Millionen Euro hat, es in der Regel so ist, dass sich dieser ETF dann nicht wirklich lohnt für den jeweiligen Anbieter. Das heißt, wenn es über einen längeren Zeitraum dem Anbieter nicht gelingt, mehr als 100 Millionen Euro in diesen ETF reinzubekommen, ist es häufig so, dass dieser ETF dann aufgelöst wird und zum Beispiel in einen anderen größeren ETF mit aufgenommen wird. Deswegen solltest du an dieser Stelle vor allem nach größeren ETFs schauen. In der Regel sagt man eben so, dass 100 Millionen ungefähr die Grenze ist, ab der man davon ausgehen kann, dass dieser ETF rentabel ist für den Anbieter und an dieser Stelle es eben relativ unwahrscheinlich ist, dass dieser ETF aufgelöst wird. Der zweite Punkt, den du dir hier anschauen solltest, ist die Replikationsmethode. Das klingt im ersten Moment vielleicht ein bisschen überraschend, dass das so wichtig ist, aber gerade wenn die Nachhaltigkeit wichtig ist, spielt das eine relativ große Rolle. Die Replikationsmethode sagt letztendlich aus, ob der Index des ETFs so funktioniert, dass wirklich die konkreten Einzelaktien aufgekauft werden von dem ETF-Anbieter oder ob das Ganze möglicherweise swap-basiert passiert. Das heißt, der Index, die Entwicklung des Index wird zwar versucht nachzustellen, allerdings nicht zwangsläufig mit genau den Unternehmen, die im Index sind, sondern indem andere korrelierte Unternehmen gekauft werden, um genau diesen Index nachzustellen. Das Problem ist hier bei der swap-basierten Variante, dass dann eben möglicherweise doch Unternehmensanteile gekauft werden, die überhaupt nicht im Index sind und dann möglicherweise doch in Unternehmen investiert wird, in die du vielleicht aufgrund deiner Nachhaltigkeitspräferenzen gar nicht investieren möchtest. Hier ist es also zu empfehlen, auf physische oder optimierte Replikations-ETFs zu fokussieren, weil man bei diesen eben dann sicher sein kann, dass eben wirklich nur in die eigentlichen Unternehmen investiert wird, in die man auch wirklich auf Grundlage seiner Nachhaltigkeitsvorstellung investieren möchte. Der dritte Punkt ist die Ertragsverwendung. Da kannst du dich grundsätzlich bei ETFs zwischen thesaurierenden und ausschüttenden ETFs entscheiden. Thesaurierende ETFs reinvestieren letztendlich alle Gewinne, die durch Dividenden anfallen. Das heißt, du bekommst keine regelmäßigen Ausschüttungen. Dafür steigt der Kurs dann etwas steiler als bei den ausschüttenden ETFs. Und bei den ausschüttenden ETFs bekommst du in regelmäßigen Abständen, das kann je nach ETF variieren, das kann monatlich, quartalsweise, halbjährlich sein, bekommst du eben einen Anteil der Dividenden auf deinen Broker-Account ausgeschüttet. Das kann vor allem im Hinblick auf steuerliche Optimierung eine Rolle spielen. Auch da, wenn ihr da mal ein separates Video zu wollt, sagt gerne mal Bescheid. Ansonsten verlinke ich euch hierzu auch einfach gerne nochmal andere Videos. Ein weiterer wichtiger Punkt sind natürlich die Kosten. Die Kosten werden immer in der TER, also in der Total Expense Ratio, angegeben und das ist letztendlich der Prozentsatz des gesamten investierten Volumens, was pro Jahr als Kosten an den ETF-Anbieter abgeführt wird. ETFs sind grundsätzlich natürlich relativ günstig, aber gerade im nachhaltigen Bereich können diese Kosten durchaus schwanken. Das heißt, hier lohnt es sich auf jeden Fall einmal einen Blick zu werfen, zu schauen, was für Kosten anfallen. Man muss hier aber auch beachten, dass es nicht die einzigen Kosten sind, weil du möglicherweise eben über deinen Anbieter oder deinen Broker ja auch noch Gebühren zahlen musst.
Im nächsten Schritt könntest du dir gegebenenfalls noch anschauen, ob der ETF auch wirklich sparplanfähig ist. Das heißt, wenn du dir vornehmen willst, vielleicht in einem regelmäßigen Abstand monatlich, quartalsweise, halbjährlich zu investieren, dann muss das Ganze natürlich auch sparplanfähig sein. Und das ist nicht bei allen ETFs gegeben. Das heißt, wenn das für dich wichtig ist, wäre auch das ein Kriterium, das du dir einmal anschauen solltest. Im Hinblick auf die Performance kann man sich dann zum einen noch die Tracking Difference anschauen. Das ist letztendlich, wie gut der ETF den eigentlichen Index nachbildet. Da möchte man letztendlich eine Differenz haben, die so klein wie möglich ist, dass du so nah am Index dran bist oder vielleicht sogar eine Überperformance. Und du kannst dir natürlich grundsätzlich auch Performance-Daten aus der Vergangenheit anschauen. Da muss man bei nachhaltigen ETFs aber sagen, dass ganz häufig die Datengrundlage viel zu dünn ist, weil nachhaltige ETFs ja so ein Boom sind, der in den letzten Jahren aufgekommen ist. Und viele nachhaltige ETFs sind überhaupt erst ein paar Jahre am Markt. Und in der Regel ist es hier so, dass Daten, die jetzt vielleicht über 2-3 Jahre vorliegen, nur sehr, sehr wenig Aussagekraft haben. Und auch ganz grundsätzlich ist es so, dass die vergangene Performance letztendlich nur eine relativ kleine Aussagekraft darüber hat, wie dieser ETF in Zukunft performen wird. Das heißt, du kannst dir das natürlich anschauen, um so ein bisschen ein Gefühl zu bekommen. Gerade wenn du aber eben sehr, sehr langfristig und passiv investierst, sollte das in meinen Augen jetzt keine so große Rolle spielen, sondern du solltest eher einen ETF finden, der vom Volumen passt und von der Ertragsverwendung zu dem passt, was du dir vorgenommen hast. Das waren jetzt relativ viele Infos. Du musst das zum Glück nicht alles einzeln über Google nachsuchen, sondern über Seiten wie Extra ETF oder Just ETF hast du die Möglichkeit, nach eigentlich allen von diesen jetzt genannten Kriterien zu filtern, zu sortieren. Das heißt, wie gesagt, ich packe dir die Links gerne in die Beschreibung und du kannst die Punkte dann einzeln durchgehen und über die Suchkriterien auf der jeweiligen Seite dir dann einfach raussuchen, welche ETF hier zu dir passen. Wenn du dich jetzt also final für deine ETFs entschieden hast, in die du investieren möchtest, bleiben eigentlich noch die letzten zwei Schritte, und zwar einmal zu überlegen, wo du investierst und wie du investierst. Das heißt, zum einen solltest du dir eben einen passenden Anbieter oder Broker suchen, sofern du das noch nicht hast. Grundsätzlich ist es so, dass eigentlich alle großen deutschen Banken in irgendeiner Weise auch ein Brokerangebot haben und auch hier inzwischen relativ häufig ist möglich, in ETFs zu investieren. Häufig sind die Kosten hier aber noch relativ hoch. Das heißt, es gibt inzwischen eben auch die Neo-Broker, die letztendlich ohne Filialen auskommen, sondern ein rein digitales App-basiertes oder Desktop-basiertes Produkt zur Verfügung stellen. Dazu habe ich auf meinem Kanal auch schon mal ein paar Videos gemacht. Die verlinke ich dir an dieser Stelle gerne. Grundsätzlich solltest du hier zum einen natürlich auf die Kosten schauen, da die eben sehr unterschiedlich sein können. Da solltest du natürlich schauen, dass die Kosten nicht zu hoch sind. Du kannst natürlich auch hier Nachhaltigkeit mit einbeziehen. Das heißt, auch nachhaltige Banken wie zum Beispiel die GLS Bank oder die Triodos Bank haben ein Broker-Angebot. Hier ist es aber tatsächlich so, dass die Kosten meistens deutlich, deutlich höher sind als bei anderen Banken oder vor allem bei Neobrokern. Und nach meiner Erfahrung auch das Angebot und zum Teil eben auch, was die Nutzererfahrung oder was die App-Kompatibilität angeht, das Angebot jetzt nicht so gut aufgestellt ist. Aber das musst du dir überlegen, welchen Fokus du hier auf Nachhaltigkeit setzen willst. Ansonsten ist es so, je kleiner die Beträge sind, die du investierst, desto abhängiger bist du natürlich von den Kosten und gerade von Fixkosten. Das heißt, wenn du jetzt vielleicht nur einen Sparplan von 25 oder 50 Euro monatlich einstellen möchtest und dann am Ende bei einem Anbieter bist, wo du 3, 4, 5 Euro oder mehr für eine monatliche Sparplanausführung zahlst, dann fällt das ganz erheblich ins Gewicht. Je mehr du investierst, desto weniger fällt das ins Gewicht, zumindest wenn es eben Fixkosten sind, die dann ja in Relation zu deinem Gesamtinvestment immer kleiner werden. Im letzten Schritt musst du dir dann nur noch überlegen, wie du konkret investierst. Das heißt, ob du über einen regelmäßigen Sparplan investieren möchtest oder ob du vielleicht ein Einmalinvestment machst und das dann einfach immer dann machst, wenn es sich für dich anbietet. Auch dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, das verlinke ich dir gerne. So hast du dann alle nötigen Schritte durchlaufen und deinem Investment in nachhaltige ETFs steht in dem Sinne eigentlich nichts mehr entgegen. Wenn du dich weiter informieren willst, kannst du gerne meine Playlist zum Thema nachhaltige ETFs anschauen. Da review ich ganz konkrete ETFs, gebe auch nochmal zu ein paar anderen Themen, die ich jetzt in diesem Video teilweise nur oberflächlich behandelt habe, nochmal ein bisschen mehr Input. Du kannst auch gerne meinen Kanal abonnieren, wenn du zukünftig zum Thema nachhaltiges Investieren dich weiter informieren möchtest. Ansonsten wünsche ich dir jetzt wie immer noch einen wunderschönen Tag und sage bis bald. Tschüss!